Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Frau Mertens, Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julia, vielleicht kann Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Doch, auch an meinem Geburtstag. Jim, was ist jetzt? Ja, ich komme. Jetzt komm doch mit. Tschüss, Simone, schönen Abend noch. Ja, danke, gleichfalls. Du sagst mir nie mehr, was ich zu tun habe. Lass das. Das ist genau das, was die wollen. Was redest du da? Oh, wenn wir die Sache nicht gemeinsam zu Ende bringen, haben wir keine Chance. Ist nicht meine Schuld, dass es vorher schiefgegangen ist. Deshalb darf jetzt nichts mehr daneben gehen, klar? Ich weiß nicht, ob ich dir noch vertrauen kann. Ich glaube nicht, dass du eine Wahl hast.